Ich fange mal damit an, wenn es tatsächlich so unerträglich ist, was hier passiert, gab es in den letzten Wochen mehrfache Möglichkeiten, der Bundesregierung eine Frist zu setzen. Wir haben das in der letzten Sitzung beantragt. Das hat die Große Koalition mit ihrer Mehrheit abgelehnt, sondern unseren Antrag verschoben. Wir haben heute beantragt, Herrn Altmaier hier in den Ausschuss zu zitieren. Es wird in der Öffentlichkeit wild spekuliert, offensichtlich auch aus dem Bundeskanzleramt durchgestochen. Aber mit dem zuständigen Ausschuss wird sich eben nicht konsultiert. Das ist kurios und eine Missachtung des Parlaments. Leider hat auch da die Große Koalition, CSU, CDU und SPD, dagegen gestimmt. Man möchte Herrn Altmaier nicht zitieren. Der nächste Antrag ging um die sozusagen Beantwortung dieser Frage. Da hat jetzt die Große Koalition den 18. beantragt. Wir haben gesagt, die Sachen müssen bis morgen geklärt sein. Das Zeitfenster zur Sommerpause wird immer kleiner. Nur, dass hier nicht der falsche Eindruck entsteht, wer hier eigentlich die Sache voranbringen will und wer auf der Bremse steht. So. In der Frage selbst ist es so, es ist ja jetzt vielfach diskutiert worden, ein Untersuchungsausschuss, wird ja immer gerne gesagt, ist das schärfste Schwert, das das Parlament hat. Und hier soll es ganz offensichtlich versucht werden, stumpf zu machen. Man will die Rechte des Parlaments einschränken. Wir wollen unmittelbaren Zugang zu den Beweismitteln haben, um uns selbst ein Bild zu machen. Dafür wählt man Abgeordnete, damit sie das dann selbst tun können, weil nämlich das Parlament nicht nur Gesetze machen soll, sondern auch die Bundesregierung kontrollieren soll. Dieses Bild des Sonderermittlers oder besser des Ermittlungsbeauftragten aus dem PUAG, das ist eine Hilfsperson, die sozusagen für einen Untersuchungsausschuss bestimmte Tätigkeiten machen kann, aber nicht als Ersatzvorname, ich sag mal als Merkel-Puffer, davor geschaltet werden kann, damit sozusagen die problematischen Dinge nicht mit so einer ganzen Härte bei der Bundeskanzlerin aufschlagen. Das ist gesetzlich nicht vorgesehen und deswegen ist das aus unserer Sicht ein abwegiger Vorschlag, das so zu organisieren und vorhaben zu wollen. Und deswegen erwarten wir vom Bundeskanzleramt, da jetzt zügig zu entscheiden. Letztlich muss man sich klar machen, es geht um die Grundfrage, ob man bestimmte Thematiken, bestimmte Operationen, Aktionen eines Geheimdienstes aufgrund von Kooperationen, internationalen Kooperationen, von der parlamentarischen Kontrolle ausklammern kann. Ja, also, und das finde ich einen kuriosen Vorschlag und auch einen kuriosen Gedanken, weil in unserer Verfassung ist es eben so geregelt, Geheimdienste ist ja nicht ganz unproblematisch, aber man sagt, in der Demokratie geht das, weil sie parlamentarisch kontrolliert werden können. Und wenn jetzt das Bundeskanzleramt selbst sagt, bestimmte Aktionen eines Geheimdienstes können parlamentarisch eben nicht kontrolliert werden, entzieht man sich selbst meiner Ansicht nach ein bisschen die Legitimation. Ich finde das eine kuriose Argumentation der Bundesregierung und bin mal sehr gespannt, wie diese Sache ausgeht. Ganz herzlichen Dank.